Premierminister Netanyahu hat mich auch über die Justizreform informiert, die seine Regierung vorhat und die ja gerade auch in Israel sehr kontrovers diskutiert wird. Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam und, das will ich nicht verhehlen, mit großer Sorge. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes demokratisches Gut. Darin sind wir uns einig.